Hallo. Chisa, die Übung der klebenden Hände, wird oft und gerne als das Herzstück des Wing Chun bezeichnet. Die Frage, die sich aber häufig stellt, ist, kann uns diese Übung überhaupt in einer Kampfsituation in irgendeiner Art und Weise behilflich sein? Mehr dazu gleich. Was ist die Bedeutung von Chisa? Chisa hat in gewisser Weise eine Brückenfunktion. Und zwar eine Brückenfunktion, die wirklich sehr interessant ist, weil die eben etwas Wing Chun spezifisches ist. Es gibt zwar andere Kampfstile, die auch ähnliche Übungen haben, aber was meine ich mit Brückenfunktion? Auf der einen Seite haben wir die Formen, wie in eigentlich allen Kung-Fu-Stilen, und auf der anderen Seite des Spektrums wäre sozusagen der offene Kampf. Und das ist natürlich ein weiter Weg, wenn man eben sich ansieht, der Schüler oder die Schülerin erlernt die Formen und soll dann irgendwann freikämpfen. Wie kommt man sozusagen von A nach B? Dazu kommt noch, dass die Wing Chun-Formen vielleicht etwas anders funktionieren und etwas anders gelagert sind wie Formen in anderen Kung-Fu-Stilen. Die Wing Chun-Formen sind sehr, sehr abstrakt. In anderen Kung-Fu-Stilen kann ich doch vielleicht schon aufgrund der Formen hier schon eher mir vorstellen und zusammenreimen, okay, wie würde ich jetzt dann hier mit eben diesen Bewegungen tatsächlich kämpfen. Mit den Wing Chun-Formen, wenn ich mir anschaue, hier meine Psyllium Tao, tue ich mir natürlich sehr schwer, daraus jetzt wirklich Kampfanwendungen abzuleiten. Also was bedeutet es? Inwiefern sozusagen kann mir der Chisa jetzt helfen? Die Idee der Brückenfunktion ist eben diese, dass wir sagen, es gibt etwas dazwischen. Es gibt eben nochmal auf der einen Seite die Formen, auf der anderen Seite den Kampf und etwas, eine Übung, die mich langsam in diese Richtung führt und wo ich schon etwas konkreter beginne zu lernen, wie Bewegungen, die ich in der Form erlernt habe, vielleicht mir im Kampf dann hilfreich sein können. Nichtsdestotrotz ist Chisa kein Kampf und da gibt es auch mehrere Gründe, warum das nicht so ist. Hier gleich mehr dazu. Chisa ist natürlich aus mehreren Gründen letztlich keine Kampfsituation, sondern einfach nur eine Übung. Ein wichtiger Grund ist jetzt auch vor allem hier die Distanz. Das heißt, wir stehen die meiste Zeit in einer bestimmten Distanz, in der wir uns jetzt hier auch bewegen. Und die ist eben, wenn wir die Hände jetzt weglassen würden, okay, eine bestimmte Schlagdistanz. Aber eigentlich sollten wir im Wing Chun nicht allzu lange in Wahrheit in dieser Distanz bleiben, sondern die Distanz schließen. Es gibt zwar schon auch Möglichkeiten im Chisa, vor allem wenn er mir jetzt einen Angriff gibt, dass ich vielleicht eben schaffe, hier in irgendeiner Art und Weise hier sofort die Distanz wieder zu schließen, wo man vielleicht einen noch hier, ja, dann kann ich das trainieren, dieses schnelle Schließen der Distanz. Aber trotzdem ist es eben ein Aspekt, den ich damit trainiere, aber noch lange kein Kampf. Warum mir das Chisa-Training aber schon eben auch in der Kampfsituation sehr behilflich sein kann, ist, weil wir nicht vergessen dürfen, dass wir natürlich auch in einer Kampfsituation Armkontakt bekommen und den suchen. Also wenn er mich attackiert, selbst wenn ich jetzt keine sehr saubere Technik mache und einfach nur meine Arme irgendwie nach vorne bekomme, schützend. Wie gesagt, es muss gar keine spezielle Technik sein. Was passiert? Unsere Arme haben Kontakt. Und sobald er sich jetzt weiter bewegt, würde ich sofort eben hier erkennen aus meinem Chisa-Training, noch einmal, er kommt, er macht was, wo eben sein Druck hingeht, ein letztes Mal, wo er möglicherweise angreifbar ist und so weiter. Also insofern ist eben Chisa für diese Sensibilität ab dem Moment, wo meine Arme Kontakt haben mit den Armen des Gegners, ein wichtiges Training. Aber nicht verwechseln, eben nur ein Training. Zusammengefasst können wir sagen, man darf das eben nicht verwechseln. Chisa ist definitiv kein Kampf. Chisa ist eine Übung, die bestimmte Aspekte trainiert. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das ich oft schon abgesprochen habe, abstrakt, konkret, dass das eben oft verwechselt wird. Eben, es geht dabei um die Entwicklung abstrakter Fähigkeiten, bestimmte Fähigkeiten, die mir im Kampf hilfreich sind, aber es ist weit weg davon, es eben alle Fähigkeiten zu schulen, die man für den Zweikampf braucht. Und wie gesagt, deswegen ist es auch kein Kampf. Nichtsdestotrotz eine wichtige und sehr, sehr faszinierende Übung, die eben sehr, sehr typisch eben für unser Wing Chun ist. Wenn du generell Interesse an Wing Chun hast oder an Kampfkunst im Allgemeinen, in diesem Kanal wirst du ganz, ganz viele Videos finden. Es werden laufend mehr, vielleicht magst du den Kanal ja sogar abonnieren. Dann sehen wir uns ja bald bei einem der anderen Videos wieder.